You are the chosen few, protectors of our world. This is your time. Fire! One of these companies is gonna put a price on your head, or maybe all of them. He's a hero to some folks, a villain to others, and most likely somewhere in between. Hey, this might interest you. A feller he used to run with lost his leg, became real bitter with it. He's got himself a vested interest in Ben's demise. Meet him over at Mercer Station, he might tell you where to go. Und damit, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, heute mal Red Dead Redemption 2. Und ja, wie ihr schon gesehen habt, im Vorspann, leider nicht den kompletten, das tut mir echt leid. Aber wie ihr es im Vorspann schon gesehen habt, ja, wir sind hier in Red Dead auf der Suche nach, naja, nicht auf der Suche, sondern sind bei einer neuen Kopfgeldjäger-Mission am Start. Und zwar suchen wir jetzt, beziehungsweise wollen eine legendär gesuchte Person festnehmen, Leute. Und wollen uns das Kopfgeld gönnen. Und ja, hoffen wir mal, dass es ordentlich ist. Ne? Weil das Kopfgeld an sich steht eigentlich nicht auf den Zettel drauf, soweit ich gesehen habe bis jetzt. But that don't mean I'm gonna give him up on the plate for nothing. So, jetzt bestechen. All right then. Let me see. By the time you get to him, the train will be going through here. Get there quick. You'll find him. So, jetzt gönnen wir uns den Zug. Der ist bestimmt wie gestern. Ne. Aber diesmal müssen wir nur der Bahnstrecke folgen. Weil ich habe gestern schon mal, nur zur Erklärung, also für mich ist gestern, für euch ist es ein bisschen später. Ich habe nämlich am Montag, jetzt am 12. Oktober, habe ich da das erste Mal versucht, die Mission zu spielen, aber da ist mein erweiterter Speicher, nenne ich abgekratzt, aber abgestürzt in dem Moment, wo man, ja, die Mission, wo ich die Mission angefangen hatte, genau an dem Punkt hier. Und ja, ne, das ist dann natürlich schön, wenn der abstürzt mitten in der Mission und alles sich aufhängt, Digga, Plays inklusive, ne, also meine PlayStation, PS4 Pro habe ich, und die ist auch nicht alt, Digga. Ja, Idiotenhorst, Digga, kannst du mal auf dein Leben klarkommen? Digga, hallo? Digga, ich hasse das Pferd hier echt, Digga, so hart. Es ist, Digga, du lenkst das Pferd nach da, du beschleunigst das Pferd anders, ne, Digga, es reagiert jedes Mal nicht. Auf jeden Fall, ja, ist dann halt schon scheiße, wenn die PS4 neu ist, immer noch, aber der Erfolg von der PS4 neu, also von der neuen PS4 ist halt null. Digga, die verhält sich wie eine 5 Jahre alte Daisy, also echt mal. Da ist der Zug schon, nice. Mach mal schnell einen Moment. Gib Gummi. Jetzt müsste gleich zum Zug springen kommen. Ja, genau, da haben wir es. Und boom, wir sind drauf. Da. Hauptsache, die haben ja einfach ihren eigenen Zug, ne? Hey, Digga, was? Er hat Waffe weg. Ja, komm, Digga. Weg von denen. You ain't got nothing behind you but a grave with no name.
Ja, also ich würde mal sagen, der Zug hier ist auf jeden Fall nicht leer. Von Waren her. Auch schon wieder eine überfallen oder was? So, den haben wir. Digga, ich hasse das, wenn er unter uns bewegt, ne? Ist der jetzt runtergeflogen? Nee. Geht nicht. Ja, komm. Wir wollen jetzt doch die. Bisschen Kohle holen. Wir müssen ja auch was verdienen, ne? Wir können ja nicht unsere Munition hier abschreiben auf die Kacke von denen. Ja, wie der Typ rumhoppelt, ne, Alter. Geht mir so auf den Senkel gerade. Eigentlich müsste ich die in die Luft jagen, ey. Nicht ganz ehrlich. Ist er das schon? Ja, das ist er. Das ist er. Den wollen wir holen. Sollen wir leben? Wir machen lebend, ja. Ja, machen wir lebend. Kommt, Leute, wir gönnen uns leben. Fesseln, jawohl. Gern. Jawohl. Also wart, bis das Pferd kommt. Hab ich leider nicht dran gedacht, so richtig. Wir müssen aber den Zug erstmal anhalten. Ich auch gerade vergessen. Bei der Fahrt runter zu springen, Digga, ich habe keinen Bock mehr, das Genick zu brechen. Digga, das Game liebt ja eigentlich. Was, Digga? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Was für ein Cheat-Client, oder, Digga? Junge, was, Alter? Digga, was läuft? Komm, lauf! Digga, was ist dein Problem? Kack-NPC. Lauf doch noch mehr, Alter, hin und her. Junge, ey. Sack. Der ging jetzt aber noch richtig auf den Sack. Schneller, schneller, schneller. Runter, 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 runter. Voll. So.
das jetzt alle langsam mal. Habe eigentlich ein Zeitlimit? Ich hab nicht aufgepasst. Ja, wir dürfen auf jeden Fall nicht versterben hier. Digga. Müsste jetzt der letzte gewesen sein eigentlich. Gut, fahren wir mal kurz einen Zug, machen wir hier kurz einen Break. Der wollte noch Beef, Alter. Kann er gerne haben. Gut, endlich waren es alle. So, jetzt auch dich. Ja komm, plündern wollen wir noch. Mann, das Game gilt nicht natürlich. So, jetzt schnell hin. Aufhören. Digga, so läuft das hier nicht. Mann. Maul. Ruhig. Es juckt niemanden, was du zu erzählen hast. Es juckt niemanden. Junge. Digga, wir hätten dir auch eine Pumpgun in... Ja, ich will es nicht sagen, Alter, in... Sonst wohin schieben können. Digga, das hätte uns nicht gejuckt, oder? So. Gut, dafür gibt es jetzt aber einen extra drauf, Alter. Du bist sowas von geschlagen, Alter. Du bist und wirst geschlagen. Das ist der Spot. Looks like our journey together is almost over. I ain't gonna miss you. I tell you that for free. So let's get this. So. People will be real excited to see him go. Thanks. Oh. That's the bounty, as agreed. Dankeschön. Easy, Leute, würde ich sagen. Easy. Haben wir doch noch gut gemacht, ne? Aber gut gemacht. Oh, jetzt. Kommt noch eine Szene oder kriegen wir nur wie immer unsere Abfindung und sagen Tschüssikowski. Schön gemacht, ciao. Wie gesagt, ich hab's noch nicht gemacht. Ja, Standard. Okay. Bam, 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 bam. Oh, Junge. Der Soundtrack ist einfach mega geil. Manchmal. Oh, Junge. $82, Digga. Digga, Leute, würde ich sagen, das war's schon wieder mit dem Video. Wir haben jetzt eine legendäre Person uns geholt. Und ich würde sagen, das war echt nicht schlecht. Kopfgeldjäger Rang 5. Kopfgeldjäger Lagerstil. Stil. Ändere das Aussehen deines Zeltes und mehr Gegenstände im Lager. Boah, könnte man sich gönnen, ne? Könnte. Könnte. Tun wir auch nicht. Der sieht ja mal schnuckelig aus. Aber sieht man leider nicht, weil wir Handschuhe tragen. Ja, ja, ja. Broschüre für Verfolgungspfeile. Alles klar, Digga. Dafür bezahle ich wahrscheinlich so viel Geld. Wahrscheinlich, Digga. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, haut rein. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da. Dann weiß ich, dass wir das nächste Mal durchziehen wieder. Und ja, wie gesagt, haut rein, viel Spaß und tschüss.